Moin Geartester, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Geartester TV. Ihr habt sicher schon mal einen interessanten Bock geschossen und wolltet ihn gerne als Trägerpräparat haben. Wie man das macht, was man da alles bei beachten muss, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ihr wollt einen Bock präparieren, habt ihn gerade erlegt und fragt euch, was müsst ihr jetzt machen? An dem Punkt starte ich auch schon mal. Und wie man das macht, was man beachten muss, dafür habe ich eine Expertin mir rangeholt. Vielen Dank, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor, sag, wer du bist und was du machst. Ich bin Sophia Tegel, ich bin 28, ich bin Tierpräparatorin aus Bayern und präpariere für mein Leben gern. Und du, ich habe auf deiner Webseite gesehen, du hast viele Böcke präpariert, Trägerpräparate, sehr coole Exemplare übrigens. Und was sollte man denn jetzt tun? Also ich habe meinen Lebensbock erlegt, meinen ersten Bock, einen schwarzen Bock zum Beispiel erlegt. Genau. Was muss ich da machen? Ja, das Wichtigste ist vor allem, dass man zum einen so schnell wie möglich reagiert. Also wir arbeiten immer gegen die Zeit. Tierpräparation ist eine Konservierung des Tieres, der Haut. Und da ist es immer wichtig, dass man so schnell arbeitet, dass Bakterien nicht anfangen können zu arbeiten, dass der Verwesungsprozess noch nicht einsetzt und dadurch eben das Ganze frisch verarbeitet werden kann. Die Haut muss gegerbt werden, damit sie dauerhaft konserviert ist. Und dafür muss man zum Beispiel, sollte man jetzt den Bock jetzt nicht eine Woche in die Kühlung hängen und sich dann erst entscheiden, den abzuziehen und zu präparieren. Weil je nachdem, ob er Schweiß hat oder wenn man den in der Brunft erlegt hat und die Temperaturen sehr hoch sind, dann arbeiten eben die Bakterien recht schnell. Ja. Gerade um die Lichter, um den Eser rum, da wo Schweiß, Wasser immer ist, dort können Bakterien wachsen. Und es ist eben wichtig, das zu stoppen. Also erst einmal schnell reagieren. Das andere ist zum Beispiel auch immer, oftmals passiert es, dass man den Bock schnell aufbricht, dass man den bis zur Drossel öffnet. Das sollte man beim Trägerpräparat auch nicht machen, ist auch nicht so gut. Ja. Das sollte man dann eben bloß bis zum Brustbein aufbrechen und den Bock dann erst abziehen und dann vollständig aufbrechen. Wie ist es denn überhaupt? Also die Bockjagd fängt ja in vielen Bundesländern sehr früh an. Kann man sagen, ab wann kann man denn überhaupt einen Bock präparieren? Ich habe jetzt auch einige Bilder bei Social Media gesehen, da sind Böcke im Mai geschossen worden, schwarzer Bock, der war noch grau bis zur Schulter. Geht das überhaupt oder ab wann soll man die, oder kann man die überhaupt präparieren? Geht. Man muss sich aber bewusst sein, dass oftmals die Haare, weil sie eben im Haarwechsel sind, dass sie während der Gerbung, während technischen Verarbeiten einfach Haare verlieren. Mhm. Also das Winterhaar dann vor allem. Und man muss sich halt bewusst sein, das ist halt auch einfach nur Geschmackssache, ob man das haben möchte oder nicht, dass man den Rehbock eben dann so repariert bekommt. Ja, und klar, dass man den halt dann die nächsten 60, 80 Jahre so bei sich im Zimmer dann hängen hat. Mhm. Und wem das natürlich nicht gefällt, der muss halt dann einfach warten, bis er verfärbt hat. Bis er komplett durchgehaart ist. Genau. Dann ist am Träger auch wieder genug Haar wahrscheinlich. Genau. Ne? Genau. Und wenn ich den jetzt aufgebrochen habe, bis zum Brustbein, empfiehlst du dann, dass die Leute versuchen, es selber zu capen oder die Decke abzumachen? Oder kommen die Leute auch mit dem von einer Stunde geschossenen Rehbock aufgebrochen zu dir irgendwie in den Laden? Oder wie läuft das? Das kann sein, aber mir ist es eigentlich immer lieber, dass die Jäger das selber machen. Mhm. Es ist auch viel einfacher und geht viel schneller. Bis die im August bei mir sind, auch wenn der Rehbock nur eine Stunde im Auto ist, aber da knallt die Sonne am Schluss drauf oder irgendwas ist, das Wildblatt ist es auch nicht optimal, wenn man den in der Gegend rumfährt. Von dem her bin ich da schon ein Fan davon, wenn man das selber macht. Es ist auch nicht schwierig, viele trauen sich es nur nicht, aber wenn sie Fragen haben oder so, kann man da immer nur Rücksprache mit mir halten. Aber im Prinzip ist es immer dasselbe, bei jeder Wildart, wenn man ein Trägerpräparat jetzt machen möchte, ist es so, dass man, ich sage immer, lieber mehr dran lassen, wie zu viel wegschneiden, weil wegschneiden kann ich immer noch, aber ich kann nichts dran wachsen lassen. Dann stehe ich in der Werkstatt und dann geht es nicht aus und dann muss man das abändern. Das ist halt dann immer schade, wenn man zum Beispiel auch dann den Rehbock nicht so ganz zur Geltung bringen kann, wenn es ein alter, starker Bock war und man nicht so viel vom Brustansatz auch hat, dann wirkt der einfach auch nicht so kernig, als wie wenn man den schon ganz
mit Schulteransatz machen kann. Welche Schnittführung empfiehlst du denn da? Also genau. Wo sollte man anfangen oder ansetzen? Genau. Also, die Faustregel ist immer, dass man die Handbreite hinter Blatt einen kreisrunden Schnitt um den Brustkorb macht. Ja. Einmal komplett drumherum. Und dann hinten an der Wirbelsäule entlang, zwischen den Schulterblättern praktisch beginnend, am Träger rauf zu schneiden bis zum Haupt, da dort das Haupt abzuschärfen und das Haupt in der Decke zu belassen. Ah, okay. Und an den Vorderläufen muss man immer noch ein bisschen was dran lassen. Mhm. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist unten der Brustspitz, ja. Dass man da genügend Haut hat, weil man muss schauen, beim Trägerpräparat ist die lange Seite vorne am Präparat und da brauche ich eben viel Material. Nach hinten kann ich es ein bisschen ziehen, da kann man immer ein bisschen mogeln, aber vorne ist immer schwierig. Ja. Und was wahrscheinlich auch viele wissen wollen, wenn ich denn mal nicht dran gedacht habe, den Bock zu kämmen, ich habe ihn also ganz normal aufgebrochen, gibt es da eine Chance, das zu retten oder sagst du, lass es sein? Ja und nein, ist auch Geschmackssache, man wird es vielleicht hinterher ein bisschen sehen, aber es kommt auch darauf an, hat man den Rehbock jetzt schon 3-4 Wochen, sag ich mal, in der Kühlung ein bisschen schon angammeln lassen, dann ist natürlich schwierig, dann gehen mir nämlich auch die Haare dort aus, wo ich den Schnitt gemacht habe und dann rentiert sich es nicht mehr, also dann rate ich auch davon ab, weil ich sage immer, lieber dann nicht präparieren, dann lieber bloß den Schädel irgendwie aufbewahren, als wie ein schlechtes Präparat und zu Hause zu haben, weil wenn man den auf so eine lange Zeit daheim hat, und man den jeden Tag sieht, irgendwann frustriert es vielleicht einen und das ist das, was ich mit meinen Präparaten bei den Jägern nicht erreichen möchte. Das soll sich ja immer noch freuen und Freude am Präparat und an der Erinnerung haben. Wenn ich das jetzt gekäpt habe, was mache ich dann damit? Dann am besten sofort einfrieren. Nicht versuchen zu salzen. Okay. Und vor allem nicht salzen. Bitte, bitte nicht salzen vor dem Eingefrieren. Das ist der größte Trugschluss. Den es gibt, weil Salzwasser friert einen einfach nicht. Und damit ist die Konservierung, die zwischenzeitliche, die man eigentlich durch das Eingefrieren erreichen möchte, nicht erreicht. Das heißt, der Rehbock, der sitzt dann in seiner Salz entzieht der Decke Wasser und Schweiß, dann sitzt er in der Plastiktüte in seinem Salzwasser, Schweiß, Saft und dann, wenn man den versucht dann zu garben, dann gehen meistens die Haare aus und das ist dann eben kontraproduktiv. Ja. Und wenn er dann noch 3-4 Monate eingefroren ist, aber eben in Salzlake, die jetzt nicht so super war, dann bringt das alles nichts mehr. Also salzen tut man nur, wenn man im Ausland zum Beispiel ist, in Afrika, hat man keine andere Möglichkeit der Konservierung, weil auch die Häute exportiert werden müssen, durch einen Veterinär, durch einen Zoll müssen. Und da ist es eben so, dass sie auf Insekten untersucht werden, also pipapo. Aber heimisches Wild, wenn wir uns in Deutschland befinden oder wenn wir uns in Europa befinden, eingefrieren bitte. Also ich habe einfach das Cape dann da liegen, roll das auf, Plastiktüte, Gefriertruhe. Fertig. Und dann, sobald wie möglich zu dir, kann ich das auch noch ein Jahr später machen? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Oder? Nee, gibt es nicht. Man sollte nur schauen, dass man es luftdicht verpackt. Dass, zum Beispiel beim Rehbock ist es auch so, dass die Ohren ja sehr fein sind, dass die Ohren keinen Gefrierbrand bekommen, dass sie nicht austrocknen. Das ist gut, aber ansonsten, wenn er ja in der Gefriertruhe liegt, macht das auch nichts. Okay. Aber wie gesagt, sollte einfach gut verpackt werden. Wie kommt denn dann wie mache ich das am besten? Ich habe den eingefroren, wie kommt das dann zu dir? Also muss ich das vorbeibringen? Wie läuft das? Also entweder man bringt es vorbei, muss man aber nicht. Man kann das Montagmorgens per Express verschicken, dann habe ich es am Dienstag. Wichtig ist dann immer nur, dass man Bescheid gibt, dass ich weiß, dass was kommt, damit ich gleich den weiterverarbeiten kann, damit der nicht jetzt noch einen Tag rumliegt, sondern dass ich den gleich rausnehmen kann. Meistens sind sie dann noch im Kern ein bisschen gefroren. Und dann wird es sofort abgezogen und kommt dann in die Gaberei. Dann ist man nämlich am schnellsten einfach in den Prozess. Sehr schön.
Hab vielen Dank für die vielen Informationen. Gerne. Ich hoffe, es war auch für euch sehr interessant. Ihr wisst jetzt, was ihr mit eurem Lebensbock machen müsst, wenn ihr ihn präparieren wollt. Für alle weiteren Informationen packen wir die Webseite von dir unten in die Beschreibung. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche habt, euch irgendwas präparieren lassen wollt, schaut da auf jeden Fall hin. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dankeschön. Bye, Panzai. Ciao.